Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Wir zocken weiter auf dem Hin- und Her-Hügel in der siebten Welt der Zuckerwatten-Wolkenzone. Ah ja, das war dieser Level hier. Und ich meine, da oben gab's was. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber hier gibt's tatsächlich nichts. Okay, warum steht hier dann da so ein Kugelwilli-Launcher rum? Einfach nur, um einem das Leben noch ein bisschen schwerer zu machen, falls einem da die Kugelwillis entgegenfliegen sollten, oder wie habe ich das zu verstehen? Naja. Mal schauen, was es damit noch auf sich hat oder ob es überhaupt irgendwas damit auf sich hat. Wahrscheinlich eher nicht, weil ich meine, wir sind da jetzt schon weg. Und falls man irgendwie einen Kugelwilli da über die ganze Map mitnehmen muss, das wäre schon sehr krank. Also denke ich nicht, dass da irgendwas, dass der wichtig sein wird. Denke ich mal nicht. Okay, hier gibt es anscheinend nur Bonusmünzen. Okay. Lehne ich jetzt nicht ab, aber eine Starcoin oder so wäre vielleicht schöner gewesen oder wünschenswerter, besser gesagt. War na gut. Man kann halt... Ach, du Drecksack, ey. Tanz halt nicht. Man kann halt auch nicht alles hinterhergeworfen bekommen. Schon klar. Aha. Okay, dann ist die Plattform anscheinend nur dafür, um darüber zu kommen. Alles klar, nice. Wir haben die Eisblume zurück. Und können dann auch hier vernünftig weitergehen. Okay, da oben ist doch bestimmt was. Ja, ja, ja. Klar. Natürlich hat man direkt gesehen. Hätte mich auch sehr stark gewundert, wenn da nichts gewesen wäre. Und es ist ein netter kleiner Bonusraum. Der jetzt auch nicht die größte Herausforderung darstellt, aber ich denke, das war ja auch nicht gewollt. In dem Moment. Ja, 2 von 3. Alles klar. Und wir haben ihn genau in dem Moment eingefroren, wo er gerade getanzt hat. Das sah witzig aus. Und ich hätte die wahrscheinlich nicht da rausholen sollen, die Blume. Hm. Aber naja. Kannst halt auch nicht wissen, dass da ein Item drin ist. Beziehungsweise kannst du nicht immer dran denken, dass du dir da Items lassen musst. Aber das zweite Mal jetzt ist schon ein bisschen lame. Was? Ich wurde nicht davon getroffen? Alles klar, okay. Und hier kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Ich glaube, hier kann man sogar ein bisschen cheaten. Einen Moment, ich würde es ausprobieren. Nee, okay, es geht nicht. Was? Okay. Da hätte eigentlich eine Starcoin runterfallen müssen. Aber ist sie jetzt in dem Fall nicht. Ich weiß nicht warum. Das ist ja ganz wunderbar schon wieder. Oh yeah, Mario Time. Dann muss ich schon wieder den Level wiederholen. Ja.
Aber ich denke, also ganz ehrlich, ich denke, dass ich das Offcam machen werde. Wenn ihr da den Powerblock hinwerft, dann fällt eine Starcoin oben auf die Plattform drauf. Und dann müsst ihr quasi einen Rennen gegen die Starcoin machen, weil die Plattform dann nach rechts fährt mit der Starcoin drauf. Ich hoffe, man weiß, was ich meine, aber da nur wegen der Starcoin da jetzt nochmal das Level zu spielen und das hier zu zeigen, ne. Das lassen wir sein und machen lieber den nächsten Level, den Schieb-Schieb-Turm. Das hat nichts mit Fischen zu tun, sondern mit Plattformen. Und da oben ist nichts, ne? Da oben wird nichts sein. Hoffe ich jetzt einfach mal. Wenn doch, kann ich es ja noch zeigen. Aber ich denke, da ist nichts. Okay. Na gut. Das war dumm. Ach. Ja, okay. Juckt jetzt nicht. Wir haben ja sowieso ein Item bekommen, also who cares. Die Stelle hier sieht unfassbar verdächtig aus. Ich denke, die erste Starcoin müsste auch mal so langsam kommen. Ach, da oben bestimmt, ne? Nicht? Hier muss doch so langsam mal die erste Starcoin kommen. Sag mal, bin ich blöd? Wo sind denn die Starcoins, verdammt? Kommen die echt so spät? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und ja, das war auf jeden Fall dumm. Das genauso. Ach, fuck. Ja, ich bin dumm. Ich bin einfach nur dumm gerade. Ja, es hat mich jetzt aber auch die ganze Zeit getriggert, dass die Starcoins nicht kommen wollen. Und jetzt wissen wir halt noch nicht mal, ob das die erste überhaupt ist oder ob ich schon eine Starcoin verpasst habe. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich irgendwo eine Starcoin übersehen werden habe. Ach, komm schon! Hau ab! Drecksack, du, ey. Ja, aber da drüben ist was. Das sehe ich. Das sehe ich direkt. Das hier was ist. Okay. Da ist eine Röhre. Alles klar. Jetzt werden wir wahrscheinlich auch erfahren, ob es die erste Starcoin eben war. Oder ob ich tatsächlich schon was verpasst habe. Wie soll man das denn hier machen? Nee, hier kann man... Kann man auch nur mit Eichelsuit hoch. Ich bin gerade maximal angepisst. Ach, okay. Aha.
Ja, toll, ja, ich bin so dumm. Die Leistung war einfach nur schlecht. Und ich denke einfach nur, um da den Checkpoint wegzumachen und um da nochmal neu anfangen zu können, werde ich hier ein anderes Level gehen, damit das nicht umsonst gewesen ist. Werde ich hier dann doch die Starcoin zeigen. Weil auf den Level habe ich gerade echt keinen Bock. Auf diesen komischen Turm da. Weil das ist echt großer Bullshit einfach nur. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich da gerade so hart am Failen bin. Vor allem, weil ich hier diesen Level so extrem gut gemacht habe. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach nur dumm im Kopf und die Plattformen überfordern mich ein bisschen. Das kann sein, dass diese ganzen komischen, sich bewegenden Plattformen mich ein bisschen überfordern. So, hier kommt jetzt die Starcoin runter. Lol, dumm. Noch dümmer. Ja. Und da muss man... Oh Mann. Ja, man muss dann das Ding auf jeden Fall einsammeln hier. Ganz am Ende. Oh yeah, Mario Time. Und das auch noch vernünftig timen, damit es nicht in die Hölle runterfällt. Ja. Und Mopsy ist da. Na, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier Inventarplatz frei. Und ich würde sogar sagen, wir benutzen einen Stern. Ja, ich meinte natürlich, wir benutzen einen Pinguinanzug, um Ach man, ey. Ja, da habe ich einmal zu weit nach rechts gedrückt. Schade. Aber okay. Ich wüsste jetzt auch nicht, wofür wir den Pinguinanzug benutzen sollten. Also ist es, denke ich mal, nicht so schlimm. Who cares? Ist halt das Inventar wieder freier. Dann ist der Pinguinanzug jetzt halt benutzt worden. Ist, denke ich mal, auch besser so. Weil ich wüsste nicht, wann ich diesen Anzug... Ich habe Mopsy in jeder Welt erwischt. Gibt's ihn in der 8. nicht? Ah, alles klar. Okay. Ich denke nicht, dass ich den Pinguinanzug irgendwann weggegeben hätte. Oder eingelöst hätte. Also... ist es, denke ich mal, besser. Los geht's. Probieren wir es ein weiteres Mal. Alles klar. Ich hätte nicht gedacht, dass der Feuerball... Ja, okay. Ach, keine Ahnung. Ich bin gerade... komplett dämlich. Und ich... bin gerade am überlegen, kann ich da hochspringen? Ja, ne? Doch, ich kann da safe hochspringen. Ja, natürlich. Was frage ich mich überhaupt so? Was spiele ich jetzt schon seit... kenne ich das Spiel jetzt schon seit... keine Ahnung, 5 Jahren? Oder seit 5 Tagen? Ich meine... was zum Teufel?
Ja, okay. Ja, so soll es nämlich gemacht werden. Und jetzt habe ich Schiss hier. Ja, okay. Nice. Ich hätte jetzt halt echt... Ich hätte mir halt jetzt echt denken können, dass ich da nochmal das Dingen verliere. Und den Level dann nochmal spielen muss. Aber nö. Alles gut. Wir haben die Starcoin. Endlich. Und ziehen weiter. Das Ding lasse ich dabei erstmal liegen. Ich denke aber auch, dass man hier in dem Level eher nochmal schauen sollte, was man hier zu tun hat. Bevor man dann losläuft und in so einen Feuerball reinrennt. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon so gewollt, dass man hier langsamer spielt. Alles klar. 2 von 3 haben wir. Und kriegen sogar nochmal einen Applaus. Schön. Ich werde das Ding aber erstmal behalten. Und jetzt... Wie eben erfahren, wie eben quasi mitbekommen, nach links gehen, aber man kann hier gar nicht wirklich nach links, oder? Moment, doch, doch, doch. Wenn man hierher geht. Kann man daher? Ich will es nicht riskieren, das sieht echt knapp aus da. Also lassen wir es da sein an der Stelle. Okay, man soll auch nicht da... Oh, was mache ich hier für ein Rumgampel? Okay, man soll nicht von rechts nach links, also nicht ganz oben von rechts nach links, sondern in der Mitte von rechts nach links. Und sich dann die Starcoin holen. Das habe ich... eben und jetzt schon wieder falsch gemacht und wäre jetzt schon wieder fast gestorben. Glücklicherweise nicht. Aber hätte genauso gut auch sein können. Ja gut. Hier ist auf jeden Fall die Tür. Ich schau mal kurz, gibt's hier noch? Okay, hier gibt's anscheinend kein Item mehr. Ah, vielleicht bei der Röhre. Vielleicht rechts bei der Röhre. Aber, naja. Ist auch egal. Es geht in das Battle mit Kamek. Let's go! Nee, nee, nee. Der Monty speedet mir da zu viel rum. Die Bombe ist da ein bisschen zu gefährlich. Also lassen wir es einfach da sein. Und gehen hier einen sicheren Weg. Anstatt einen dummen Gegentreffer in Kauf zu nehmen. Und ich finde sogar, das Battle gegen Kamek ist so das Beste hier in dem Spiel. Oder der beste Bossfight. Zwischenbossfight, genau. Der beste Zwischenbossfight hier in dem Spiel. Weil sonst ist einfach immer nur Bum-Bum und Bum-Bum ist halt Bum-Bum. Und da wäre ich fast weggestochen. Nee, das kannst du eigentlich auch niemandem erzählen. Ja, okay.
das hätte mich natürlich jetzt extrem aufgeregt, weil ich war hier gerade so am Labern und da habe ich einfach gerade nicht aufgepasst. Zum Glück bin ich da nochmal weggekommen. Oh Mann. Ja, wir wollen logischerweise speichern. Speichern beendet. Und damit wird auch der Part beendet. Vielen Dank fürs Zusehen. Seid beim nächsten Mal gerne wieder dabei. Lasst ein Like da. Und bis dann. Ciao.